Es war mal wieder soweit. In der Nacht vom Sonntag wurde in Amerika der Super Bowl ausgetragen. Touchdown zum vielleicht größten Sportereignis der Welt. Das Endspiel im American Football fand dieses Mal zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles statt. I was building on a lecture. Verses coming daily under pressure. Working on a plot and a scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one. Für die Rostock Griffins Grund genug, selbst zur Party der Superlative einzuladen. Mittlerweile die größte Super Bowl Party in ganz Mecklenburg-Vorpommern. Und zwar an keinem geringeren Ort als im Wohnzimmer des FC Hansa in der VIP-Lounge des Ostseestadions. Dort, wo sich sonst alles um das runde Leder dreht, stand Sonntagnacht alles im Zeichen des American Football. Erstmals in der Geschichte der NFL, der National Football League, treffen zwei schwarze Quarterbacks aufeinander. Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles und Patrick Mahomes von den Kansas City Chiefs. Ich glaube, das können wir hier gar nicht so richtig nachvollziehen, obwohl, wenn man sieht, sag mal, jetzt in den letzten Jahren diese Black Lives Matter-Geschichte und so weiter, es wird schon eine große Bedeutung dort haben, gerade für die afroamerikanische Bevölkerung. Das können wir hier, glaube ich, nicht so richtig nachvollziehen. Und nachher kommt ja auch noch ein Spieler von uns, das könnte man den besser fragen. Ein historisches Duell. Wie sieht es bei den Rostock Griffins aus? Wie starten Spieler und Mannschaft in die neue Saison? Man kann den Erfolg so nicht planen. Wir können nur so gut vorbereitet sein wie möglich und das machen wir gerade. Die Jungs sind ja schon im Training, machen alles Mögliche in der Schwimmhalle, in der Laufhalle. Auch draußen wird ja nach wie vor trainiert, auch bei den Temperaturen. Und wir machen alles in der Macht Stehende, dass wir für Rostock eine richtig gute Saison spielen. Tatsächlich gehört die Sportart rund um das Lederei zu einer der am stärksten wachsenden Sportarten überhaupt. Für die Griffins also allen Grund zum Feiern. Die Cheerleader, die Rostock Griffins, zeigen heute erste Auszüge aus ihrem Saisonprogramm für die Heimspiele dieses Jahr. Dann küren wir heute auch noch Cheer of Year. Es wurden vorher drei von den Griffins nominiert für besondere Leistungen in der letzten Saison. Und die haben heute die Möglichkeit, auch die Zuschauer mit abzustimmen, wer dann uns nächstes Jahr repräsentiert. Und wir haben eine Modenschau. Unsere Spieler, Cheerleader und Helfer präsentieren heute unseren aktuellen Merch. Neben einer Show-Einlage der Cheerleader-Gruppe Griffinies wird dann auch noch die Cheer of the Year gekürt. Und natürlich gibt es auch für die Fans eine Menge an eigenen Merchandise-Produkten der Rostock Griffins. Was genau fasziniert eigentlich so an diesem Sport? Was ist das Besondere am American Football? Ich spiele seit 22 Jahren und mein erstes Spiel habe ich mit meinem Papa gesehen, 1999. Und dann führte er irgendwie eins zum anderen, so einmal gesehen und direkt verliebt. American Football begeistert jung und alt, liefert Emotionen pur. Doch wer gewinnt heute Nacht die begehrteste Sporttrophäe der Welt? Schwierig, aber ich glaube die Chiefs, weil Mahomes einfach zu abgebrüht ist. Meiner Meinung nach auf jeden Fall die Chiefs. Ihr werdet mich nachher auch erkenntlich sehen. Philadelphia Eagles. Philadelphia Eagles, warum? Ja. Weil Pat Mahomes angeschlagen ist und die Eagles die bessere Defense hat. Die ganze Welt scheint im Football-Fieber und auch die Oberbürgermeisterin der Hansestadt kann sich der Football-Manier in ihrer Stadt nicht mehr entziehen. Erstmal sind wir sehr stolz darauf, was die Griffins und Rostock machen und wir haben ja gerade gehört, wie viele Leute das letzte Mal bei einem Spiel dabei waren und ich hoffe natürlich, dass es noch viel, viel, viel mehr werden, denn der Verein braucht diese Unterstützung. Ich finde die Verankerung in Rostock ganz toll. Ja, also viele Vereinsmitglieder und Spieler haben ja einfach auch ihr Zuhause, gehören auch zur Stadt. Das ist was ganz Tolles und deswegen hoffe ich, dass es dem Verein auch in Zukunft sowohl sportlich als auch wirtschaftlich bestens geht. Die Zeit läuft. Wetten zum Finale des Super Bowl werden noch angenommen. Der Tipp der Oberbürgermeisterin? Die Philly Eagles tatsächlich. Ja, ich habe schon mal einen Super Bowl mit den Philly Eagles auch erlebt, also vom Fernseher sitzend mit meinem Vater. Und deswegen sind es die Eagles heute Nacht.
Wie gewohnt bei den Partys der Rostock Griffins und gefeiertes Highlight ist auch immer eine Modenschau, vorgeführt von Spielern und Cheerleadern mit den Emblemen der zwei jeweils gegeneinander kämpfenden Mannschaften, also den Philadelphia Eagles und den Kansas City Chiefs. Ein rundum gelungener Abend der Rostock Griffins Super Bowl Party. Bleibt zu hoffen, dass der Auftakt für die neue Saison genauso ein Erfolg wird und das Spiel der Griffins im Ostseestadion vor heimischer Kulisse ein Kracher der Sonderklasse. Kick-off ist der 10. Juni um 16 Uhr. Karten ab sofort im Vorverkauf. Also runter vom Sofa und ab ins Stadion. Ach ja, Mahomes führte die Chiefs in dieser Nacht dann doch noch zum Sieg über die Eagles, trotz erneuter Verletzung in einem spannenden und wahrlich historischen Schlagabtausch.